Mein Name ist Fresh G und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Bioshock Infinite. Hey, halt! Ich suche eine junge Frau. Weiße Bluse, blauer Rock, braune Haare. Blaue Augen? Schien jetzt nicht so gesprächig zu sein, der Typ. Ja, wir müssen jetzt Elizabeth wiederfinden, die zur Musik gegangen war. Ein Luftschiff? Damit könnten wir hier wegkommen. President Comstocks Personal Airship, aber ich würde mal sagen, das ist dick bewacht, lieber David. Immer erstmal in die Räume gehen, wo das Spiel will, dass man nicht hingeht, weil da kann man immer was finden. Das ist alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Na, da hast du recht. So, jetzt können wir auch rausgehen hier. Sind noch Salze? Die Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Es gehört verboten. Ist es, glaube ich. Oh, ihr seid doch alle so ein Rassistenpack. Hey, Kleine. Kleine. Könntest du... Ich glaube, wir müssen einmal dazwischen gehen. Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Wie wäre es mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Na, das scheint ja alles nur künstlich zu sein. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? So schnell wie möglich, sage ich dir. Sieht fast aus wie ein echter Ozean. Aber es sind nur raffiniert montierte Pumpen und Auffangbecken. Genau. Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Mein Karamell. Ach nee, die beiden schon wieder. Mr. DeWitt, hier! Vogel? Oder den Käfig? Oder vielleicht den Vogel? Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. DeWitt und ich haben irgendwie häufiger dieselben Gedanken, habe ich das Gefühl. Los, entscheid dich. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser, der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde sagen, auch wenn der Käfig Gold ist, nehmen wir lieber den Vogel. Das passt gerade besser zu ihr. Na? Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott! Mein Gott! Ich verstehe das nicht! Sehen Sie! Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los! Er sagt uns, was ihm weiß scheint. Es ist schon alles. Wo war Songbird, als es passiert ist?
stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Finger spreizen. Beine spreizen. Stillstehen. Halten Sie still. Na, da komme ich nicht durch. Ich weiß schon was. Hey, kommen Sie. Bulle, zieh dir den an. Der ist richtig, wenn du mich fragst. Ach, das Ding ist versperrt. Ruhe da unten, Pete. Geh heim und schlaf dein Raum. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Mhm. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst... Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Eine Garantie? Hey, ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Hm. Gesundheitskits. Naja, kaufen wir mal eins, wa? Hey. Hey, Mister. Wir wollen Ihnen helfen. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ohne Sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. Schockjacke. Bei Nahkampfschaden 50%ige Chance, Feinde in der Nähe zu schocken. Opfer sind 2 Sekunden lang verwundbar und nehmen 50 Schaden. Was haben wir bisher? Munitionsvorteil erhöht die Magazingröße. Da bleibe ich lieber bei der Magazingröße. Keep this area clean. It is your job. Oh Mann, das ist die Umkleidekabine von den Putzen wahrscheinlich. Ein Spiel ist erst dann vollkommen, wenn man wirklich spülen kann. Okay, geben die mir noch was? Schon wieder so ein Jahrmarkt. Darauf lasse ich mich nicht nochmal ein. Wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Was du nicht sagst. Hier, Mr. DeWitt. Okay. Sie sucht also anscheinend auch immer wieder mal nach irgendwas Nützlichem. Das gefällt mir. Auf jeden Fall nicht so dumm wie in Resident Evil 4. Gucken wir mal hier lieber noch schnell. Warum gibt es eine Toilette für Farbige und eine für Weiße? Ist eben so. Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Naja, da hast du zwar recht, aber... ich glaube, in Columbia sieht das jeder anders. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Als Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein loyaler Freund. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Hätten wir ihn geprügelt, Bill wäre loyal gewesen. Erst wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Oh Mann, ey. Das ist so lächerlich. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Ja. Diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Vorsicht! Verzeihung. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, einmal bitte. Was macht das? Einen Silberigel. Okay.
Das kommt mir jetzt echt strange vor hier. Wir sind echt wohlhabend, was? Yep. Hier passiert gleich irgendwas. Ich weiß nicht. Ich vermute, er hat eine Waffe. Hey. Er ist bei ihr. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Nee, wir sind bereit für den rein. Zugriff. Bleib, wo du bist! Zugriff! Schnapp sie! Geh weg von mir! Lass mich raus! Elisabeth! Bleib! Shit, shit, shit. Holy crap. Fuck it. Oh, wie ich das hasse, wenn die sich immer von einem trennen. Jetzt sind sie so schnell wie möglich hinterher. Der Prophet rät zur Wachsamkeit. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Wo ist sie? Na toll. Das Warten ist unerträglich. Schon die sechste Zigarette, das Warten ist unerträglich, ja. Warum macht ihr auch sowas? Doch einfach euren Kopf ein und macht nicht bei so einem Unsinn mit. Ich meine, als ob ihr eure eigenen Interessen damit vertreten würdet, wenn ihr die Kleine jagt. Okay, ordentlich Munition sammeln hier und dann nichts wie raus da. Das war eh eine Sackgasse für sie. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Bleib einfach, wo du bist! Bleiben Sie mir vom Leib! Hey, komm zurück! Naja, die kann ja eh nicht weiter. Die Arme. Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elisabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Eins habe ich gelernt. Wenn du nicht als Erster ziehst, ziehst du gar nicht mehr. Sie bluten. Kommen Sie. Ah.
da eben passiert ist. War noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. So. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren. Ach Mensch, die Kleine. Wenn die wüsste. Welcome to Soldier's Field. Wow, Fresh, du hast einmal nicht gegen die Wand geholzt. Soldier's Field, erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Von wem wohl? Comstock. Das kriege ich auf, wenn's wäre. Soll ich das mal ansehen? Sieht kinderleicht aus. Fertig. Das war wirklich kinderleicht für sie. Nice. Okay. Ich fühle mich schon besser. Nur noch zwei so eine Dinger. Ich glaube, dann haben wir unser Schild komplett voll. Hier haben wir ein Gewehr. Tauschen wir das Gewehr mal gegen das hier aus. Fünf Lockpicks und wir haben gerade zwei. Drei. Die Zeit im Comstock House war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausbringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschaff dumme Mädchen, damit er was. Okay. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Also eine Falle ist es zumindest nicht, okay. Reiner Zufall. Shock Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Ja, hat man ja gesehen. Welcome to Soldier's Field. Ah, hier passiert doch gleich wieder was. Oder? Da ist sie. Die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Na, wenn du das sagst, dann gehen wir mal genau in die entgegengesetzte Richtung. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Kosten Sie selbst? Hot Dogs! Heiße Hot Dogs! Wir haben Dogs für Boys! Dogs für Girls und für alles dazwischen. Heiß, brandheiß, hier gibt's Hot Dogs. Was gibt mein Kleiner? Naja, alles dazwischen. Da wissen wir doch auch schon wieder, was damit gemeint ist.
Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Ganz auf der Höhe, haha. Okay. Wozu einen Hotdog kaufen, wenn wir hier schon wieder einen rumliegen sehen? Eine Bücherabteilung. Ja, das ist ja genau ihr Ding, würde ich sagen. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Keine Sorge. Das Audiolog können wir uns auch nochmal anhören. Als kleines Mädchen träumte ich oft... Ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das dastand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Okay, so kann man es auch nehmen. Hallo. Selber hallo. Die Hände so, dass ich sie sehen kann. Komm mal wieder runter, Bursche. Hey. Ah, Sie haben unseren Verkaufsschlager entdeckt. Schön, was? Mit Spannhebel, aber der geht weich wie Butter. Hm. Ich stehe hier lieber nix. Ärger habe ich schon genug. Gehen wir einfach mal weiter. Was? Ich stelle mir gerade vor, Sie... auf einem Karussell. Okay, den Gefallen tue ich dir. Hui! Ja, und? Kriege ich jetzt einen Erfolg oder so? Kein Kommentar. Und, Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Macht Sinn. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier! Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Gentlemen, der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Handelt für eure Frauen. Handelt für euren Propheten. Handelt! Oh Gott. Das war ja jetzt schon wieder klar. Und ich habe am Anfang noch gesagt, ich habe das Gefühl, hier passiert wieder was. Aber gut, das könnte, glaube ich, jeder erraten. Na? Wäre es wohl besser im Nahkampf. Mehr Geld. Oh, nützlich. Prima. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Oh Mann, ey.
Hall of Heroes, bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Nein, nein, geht schon. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ah, okay. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was wird das? Öffne einen Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ sie. Ich versuch's ja! Schließ sie! Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Oh Mann, Elizabeth, ey. Aber eigentlich wollte sie ja jetzt nichts Böses. Das kann sie ja jetzt nichts dafür. Ist einfach doof gelaufen. Hier ist auch schon wieder irgendwas passiert. Naja, bevor wir uns das Schock-Jockey holen, so, würde ich mal sagen, beende ich diesen Part. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Part. Bitte schreibt mir in die Kommentare, wie euch Bioshock bis jetzt gefällt. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten. Bis dahin, ciao Leute! Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch?